Hallo zusammen, ich bin Böse Gummibaum und willkommen zurück zu Let's Play Slay the Spire im Aufstiegsmodus Level 19 mit dem Eisernen. Let's go! Wir haben hier gewonnen mit dem Defekten, which is nice, auch wenn ich das nicht wirklich verdient hatte. It's fine. Entferne eine Karte aus deinem Deck. In den nächsten drei Kämpfen haben wir gegen einen Trefferpunkt. Erhalte einen Fluch und erhalte zwei zufällige farblose Karten. Das machen wir sicher nicht. Verliere deinen Schatz, machen wir auch sicher nicht. Das ist zwischen den beiden, die gefallen mir beide nicht wahnsinnig gut. Aber schauen wir mal an, wie es mit den drei Gegnern aussieht. Könnt theoretisch hier eine Elite mitnehmen. Das einzige Problem. Das einzige Problem an dieser Theorie, abgesehen davon, dass ich mich nicht artikulieren kann, ist, dass da keine Gegner drin sein dürfen. In den beiden Fragezeichen. Nee. Und eine Karte entfernen ist schon auch zart. Vielleicht ist sogar. Drei Gratiskarten bekommen. Oh. Besser. Also eine Karte entfernen. Sogar wenn wir da drei normale Gegner haben. So difficult one. Es gibt auch wirklich nicht viele Feuer, oder? Ich bin nicht deppert. Es gibt einfach. Ich meine, das ist ja ganz nett. Moment mal, könnten wir. Wir könnten theoretisch hier durch mit drei. Naja, Special Elite machen wir mit noch einem Elite dahinter, ist eher illusorisch. Ist aber dann trotzdem nur eine Elite und dann haben wir. Super ist der Weg jetzt auch nicht. Ich meine, wenn wir gestört gut werden, können wir das hier probieren, aber ich glaube, das ist Selbstmord. Dieses Stückchen hier. Trotzdem ist das hier, glaube ich, am besten. Vor allem, wenn wir noch mit dem drei Gegner haben einen Trefferpunkt ins Rennen gehen. Kann man wenigstens auf drei Feuer, halt nur eine Elite leider, aber mehr will mir das Level hier, glaube ich, eh nicht geben. Außer ich nehme zwei Elite hintereinander, das bedeutet, ich sterbe. In all likelihood. Ich glaube, wir machen das. Servus. Erhalte eine Handkarte. Ich mag perfekter Schlag gar nicht so ungern. Ich mag auch Knaufschlag gerne. Ich glaube, ich mag Knaufschlag lieber als perfekter Schlag. Weil perfekter Schlag mit der Zeit schlechter wird. Weil ich meine, nicht unbedingt sehr viel schlechter, wenn man die Schläge nicht los wird oder andere Schläge bekommt. Und Knaufschlag mit der Zeit eher besser wird. Es wird auch ein super Kator und es gibt mit dem Eisernen weniger Kator als normal. Weil man kriegt ja abgegradet, bringt einem das zwei Karten. Wir entfernen selbstverständlich. Wir können das ja wieder aufheilen, weil die Gegner alle keine HP haben. Da ist jetzt immer verteidigen und ein Schlag los wird. Ich glaube lieber ein Schlag. Okay, ich glaube, wir nehmen hier ziemlich klar Schwäche erkennen. Nur damit wir irgendwas haben, mit dem wir stärker werden können, über einen Kampf hinweg. Schaufel ist nett, wobei ich natürlich jetzt meistens schmieden oder ausruhen muss bei einem Lager. Das ist alles interessant. Ich meine, Wut, wenn wir eh Card Draw haben. Ist eigentlich eine interessante Idee. Vor allem, wenn wir viel Kator haben, wäre gut eine interessante Idee. Metallschicht ist auch eine interessante Idee. Karte loswerden. Wir können Wut machen und eine Karte loswerden? Wir können auch Wut machen und Metallschicht nehmen. Das ist jetzt eine interessante Frage. Wir nehmen Wut auf alle Fälle. Ich meine, Metallschicht passt auch sehr gut zu Wut. Ich glaube, wir nehmen die Metallschicht, actually, statt eine Karte loszuwerden. Okay, wir können sogar schmieden vor diesem bösartigen Elite. Schwein. Ich einfach zwei Karten ziehen können mit Knaufschlag. Nicht die Wut besser machen. Nicht das Schmettern besser machen fürs Verwundbar. Ich meine, Knaufschlag ist auch gut für die drei geometrisch. Die Wächter. Ich weiß jetzt, dass sie Wächter heißen. Für die Wächter ist Knaufschlag gut, weil wir da ein bisschen aus dem Benommen-Problem rauskommen. Der Lager Wulin oder wie das Dingy heißt. Da glaube ich Metallschicht besser wahrscheinlich. Oder Schmettern. Ich glaube, das hier ist die. Ich meine, es ist nur ein Schaden mehr. Aber die zwei Karten. Die zwei Karten sind einfach allgemein eine nette Sache. Und den Gremlin. Ah, er ist ja eh noch auf Null. Genau. Wonderful. Es ist relativ egal, was ich mache. Mein Bumerang-Schwert funktioniert super mit Schwäche erkennen, oder? Ich glaube, das nennen wir. Ich meine, da werde ich mich umbringen, auch wenn ich bin versucht, da nach rechts zu gehen. Gib's dir zu. Dann machen wir zuerst noch die Wut besser. Aber das heißt, ich habe Wächter und Lagerwulin ist einer von den beiden.
Höllenläufer can do that. Ich glaube nicht. Flaschenton. Ich habe keine Machtkarte, oder? Habe ich eine Machtkarte? Doch. Ich habe. Ja, why not? Ich habe Metallschicht. Ich glaube. Ich hätte Lust, da nach rechts zu gehen. Ich habe noch einen Steroidtrank. Ich habe nur große, große Angst. Ich glaube, no risk, no fun. Das ist 3x6 bis 3x11 mit ihm. Nur ein anderes Mal kann ich noch mehr Angriffe spielen. Aber nicht wirklich, weil dann habe ich die ganzen benommen im Deck. Na, ich glaube, wir machen es jetzt. Okay, dann haben wir einen auf 18, das ist leider der falsche. Einen haben wir auf 28. Wir kriegen dich nicht tot diesmal. Wir sind da noch drin. Knaufschlag, Schmettern, Wut. Ich verteidige den Arm. Ich glaube, Schmetten bringt hier eigentlich fast nichts. Komme ich auf 14? Nein, ich komme auf ein bisschen zu wenig Schaden. Jetzt komme ich mit Schmetten auf 11, und das ist auch ein bisschen zu wenig. Muss ich das nächste Mal irgendeine Art von Angriff haben, ansonsten wird es sehr unfair. Wir haben eine Art von Angriff. Okay, irgendeine Art von Angriff, die dann auch ihn trifft. Okay, Saukopf. Sehr schön. Das größere Problem ist natürlich, dass wir nachher noch eine Elite haben. Wir dürfen nicht zu viel Leben verlieren hier. Aber so weit, so gut. Jetzt haben wir eine Runde Pause. Jetzt hätte ich gern 5 benommen oder so. Ja, perfekt. Damit die mal aus dem Deck draußen sind. Weil jetzt müssen sie wieder blocken können. Oder dich killen. Wonderful. Okay, das hat ziemlich gut funktioniert. Wir haben nur 10 Leben verloren. Brieföffner, Smartschick, zockige Bräu. Man. Wir haben kein AOE. Which is bad. Das ist aber nicht wirklich AOE, das ist mehr so ein AOE-Enabler. Nur ist Doppelschlag halt extrem gut. Mit Stärke. Aber ich habe schon Knaufschlag. Ich meine, Boomerang-Schwert ist nicht wirklich ein. Ich glaube, wir nehmen noch Doppelschlag und das ist die letzte solche Single-Target-Damage-Karte, die ich mir nehme. Bim, 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 bim. 11 Schaden reicht nämlich, um ihn das hier zu killen. Das ist ein bisschen weird. Gut, Schmettern. Talschicht? Metallschicht ja auch nicht. Ich hätte vielleicht die Zockergebräu nicht hier verschwenden sollen. Aber irgendwie. Hätten die so viel Schaden gemacht. Ich meine, brauche ich eine Flamme noch dazu? Es wäre, glaube ich, gar nicht. Es ist gar nicht so schlecht aus dem Grund, weil ich dann immer eine Stärke habe. Aber ist halt zumindest. Und ich meine, es ist mehr Stärke. Ja, ich glaube, ich nehme auch noch einen Flammen dazu. Gremlin Knob. Einmal Metallschicht, Knaufschlag, Schlag. Bei dir macht sich das Schmettern recht bezahlt. Ich meine, es sind Flammen, darf ich machen, ohne dass du böse wirst. Oder das Schwäche erkennen halt nicht. Sollten wir nächstes Mal haben, ha? Huh? Indeed! Ja, das hat eigentlich, das hat ziemlich gut funktioniert. Shockwell ist gut für AOE. Sowohl Schaden, also nicht Schaden in dem Sinne, aber mehr Schaden an allen. Und Block wegen dem Schwach. Ich glaube, ich nehme die Shockwell. Shockwell? 9 is not gonna do the trick.
Ach, Block, jetzt sind wir geschwächt. Ach, es ist eine hässliche Scheißangelegenheit mit den Viechis. Wenn man keine Aue hat. Wie? Ich. 6x2, okay, da haben wir 9. Schauen wir mal, was das hier so tut. Okay. Bitte, wir blocken sogar alles. Look at us go. Zu spät für Shockwave. Ich kill dich leider nicht. It's a sad fucking story. Jetzt wieder geschwächt, aber ich glaube, das wird halb so schlimm. Ich weiß nicht, ob Shockwave hier schlauer gewesen wäre. Ich glaube nicht, der hätte mal Schaden genommen. Brief öffnen, das sollte ich mir mal merken. Das ist eigentlich eine Art von Aoi. Du. Entwaffeln ist angeblich super gut. Ich meine, es ist gut gegen das Viech hier wahrscheinlich. Ich mag halt auch Nims gelassen sehr gerne. Aber ich meine, wir haben. Ja, nimm Entwaffeln. Das ist ein Block, der nicht wirklich ein Block ist, was besser zu Wut passt. Wir hätten hier einmal Brief öffnen, wenn ich möchte. Mächtig? Ich glaube, ich möchte. Ich dachte, wir hätten hier einmal Brief öffnen. Was? Ach nein. Metallisieren ist eine Fertigkeit, Gummibar. Fuck. Sind plus 2 Stärke. Wenn ich vielleicht ein bisschen verteidigen haben, will ich aber echt keine Stärke für diesen Kampf auszuhalten. Der ganze Bullshit. Ich hab schon 3. Keine Schockwelle, glaube ich, jetzt eher weniger. Schmerzfrei. Bringt dabei nicht wirklich irgendwas schmerzfrei, oder? Mit einer Korruption, aber wir haben keine Korruption. Da übrigt sich das eigentlich. Was will ich denn hier jetzt schmieden? Ich will definitiv nur schmieden. Ich will nicht heilen, ich will nicht. Wahrscheinlich Metallschicht, weil wir das eh von Anfang an haben. Ja, weil wir das. Die Karte kriegen wir immer im ersten Zug auf alle Fälle. Das macht für mich ein bisschen Sinn. Oh, cool, dass wir einen Waffen haben. Gleich einmal. 2x6, so viel Schaden gleich. Einmal 6. Und jetzt haben wir 6 Block dafür bekommen. Wenn wir mal Schwäche kennen, in Flammen, Doppelschlag. 5 Stärke sollte doch reichen, um dich zu killen. Relativ zügig. Zweimal. Schmettern. Doppelschlag. Keine Schwäche kennen diesmal. Einmal Wut, Knaufschlag. Bringt es nochmal? Ja, sagen wir mal ja. Wonderful! Relativ easy, das Feuerrad besiegt. Jetzt dürfen wir noch am Anfang nicht drauf gehen. Oh. Meh. Ma, ist das alles grauslich. Gekommen. Was soll der Schaß? So grauslich. Ich will nichts davon, kann ich. Ich meine, Echsenschwanz. Nimm mal den Echsenschwanz. Ich glaube, ich nehme den Echsenschwanz. Was für Karten will ich haben? Was für Karten sind wirklich geil? Wie heißt das, wo man heilt, wäre geil mit Stärke? Die 2 AOE.
Aber bekomme ich den? Wegen den Karten? Ich meine, ist Echsenschwanz so wichtig? Ist die andere Frage. Ist das vielleicht nicht wichtiger? Das könnte ich noch brauchen. Heilung ist eigentlich das Beste. Ansonsten habe ich eh schon nicht so schlechte Sachen. Aber Echsenschwanz nimmt man, das kriege ich da. Einen Trank bekomme ich, den ich nicht brauche. Erhalte 50 Gold, erhöhe deine Max-Trefferpunkte, wähle eine Karte für den Deck. Bessere zufällige Karte. Vielleicht ist winziges Haus hier besser? Vielleicht ist winziges Haus besser? Schlag besser waren. Das war wichtig. Das war wichtig. Das haben wir gebraucht. Ich glaube, ich habe lieber den Blocktrank als den Fertigkeitentrank. Ich könnte Zorn nehmen. Nee, brauche ich nicht. Meh! Kein Fan dieser Boss-Relikte. Vielleicht hätte ich doch Echsen. Ich meine, jetzt hätte ich auf alle Fälle doch Echsenschnamm nehmen sollen. Im Nachhinein, aber im Vorherein. Das ist ja noch nicht. Ey, sind das 5 Feuer? Ey, es sind 5 Feuer. Und ein Shop und da. Ey, wir gehen einfach shoppen und Gegner killen und Feuer machen. I'm a fan of this. Von Metallschicht, das ist ja eh ganz nett. Ich meine, Schockwelle ist gar nicht so schlecht, damit du... Aber will ich, dass du das schnell... Ich meine, habe ich sonst... Nein. Ich glaube, statt dass ich darauf schaue, dass du das schnell los wirst, schaue ich darauf, dass ich dich schnell kill. Meh, okay, ich habe vergessen, dass ich einen Waffeln habe. Um jetzt ganz ehrlich zu sein mit euch. Das hätte schon was gebracht, schlussendlich. Ich habe keine Stärke, aber schon Ekstase. Das ist perfektes Timing, genauso soll es sein. Wonderbra. 19 Block hilft mir hier jetzt natürlich gar nicht. Dafür kriege ich jetzt beide Stärken auf einmal. Nice. Okay, einmal in Flammen. Einmal Motherfucking Schwäche kennen. 15 Block Trank rein zur Sicherheit. Okay, jetzt können wir nochmal Schwäche kennen. Was haben wir denn? Momentan haben wir 20 Schaden, aber ein bisschen mehr als 20 Schaden, wenn ich das mache. Wonderful. Body Slam bringt nicht wahnsinnig viel. Noch ein Entflammen? Man kann zu viele Entflammen haben irgendwann. Wir haben. Ich meine, es ist wahrscheinlicher, dass ich das Entflammen von Anfang an bekomme dann. Ich brauche die Schwäche erkennen nicht mehr wirklich, um ehrlich zu sein. Ich bräuchte. Was ich bräuchte, Kartenzug. Ich hätte vielleicht doch. Stimmt, ich bräuchte auch noch Kartenzug. Ich hätte, glaube ich, das Relikt nehmen sollen, das einem Planetarium oder so, das einem 5 Karten ziehen lässt. Ich glaube, das wäre schlauer gewesen. Entwickeln finde ich manchmal sehr nett, will eine Angriffskarte. Und definitiv mal einen Schlag loswerden. Ich möchte auch irgendwann verteidigen loswerden eigentlich. Will ich mir das entwickeln nehmen? Ich habe gemeint, ich brauche es Card Draw. Es ist eine Art von Card Draw. Wir nehmen uns entwickeln. Ich bin jetzt die ganze Feuer ja da. Wir gehen einfach Gegner killen. Wir haben ja so viel AOE-Scha. Metallschicht. Das könnte so gut sein und wichtig und so weiter. Wobei, das sind Waffen. Vielleicht hätte ich sie überempfunden, das sind Waffen draufhauen sollen. Wir sind nicht, wir sind ganz schlecht gewappnet für diesen Kampf. Wobei, wir haben zumindest Schockwelle, which is something. Aber jetzt fangen die so an, versteht ihr, was ich meine? Trotzdem bringt die Schockwelle mehr als alles andere, würde ich mal sagen. Doppeln bringt die nicht so wahnsinnig viel. 2 Stärke mehr. Oder 5 verteidigen mehr. Wenn wir gerade mal noch das Boomerang-Schwert als Angriff da. Aber das Boomerang-Schwert als Angriff, wenn wir viel stärker haben, wäre ganz nett. Aua.
24 Block. Das blocken müssen wir jetzt wohl nicht. Ach, ist das nervig. Und jetzt haben wir natürlich die Wut, da wo wir nicht blocken müssen, wenn wir nicht genug Block haben. Nice. This is going perfect fuckingly. Noch ein Boomerang-Schwert mit mehr Stärke? So. Leider auch nichts getan. Ja, ich hätte wahrscheinlich nochmal besser das Schmettern gemacht, aber dann hätten wir auch nur ihn gekillt, der keinen Schaden gemacht hat. I don't know. Ich glaube, es ist mehr unser Deck hier als irgendwas anderes. Jetzt haben wir 15. Du hast schon mehr Stärke. Nur, dass unser Deck leider für alle Kämpfe hier ziemlich kacke ist, weil das ist der zweite Akt. Da gibt es einen Haufen Aoi-Shit. Naja, eine weitere Ekstase brauche ich auch nicht wirklich. Ein Wirbelwind wäre jetzt wirklich gerade extrem angenehm. Können wir bitte einen Wirbelwind machen? Lieber den Schaden nehmen. Ich meine, 3 Block. Weil wir kommen so gar nicht auf so wenig Block. Jetzt haben wir schon 10 Block. Vielleicht schon 15 Block. Ich möchte eh noch gerne, dass der Kampf 2 Runden länger dauert, solange du mir nicht allzu sehr weh tust. Das geht sich noch easy aus. Was haben wir mit 6x3 an? Kann ich genug blocken? Nein. 16 kann ich blocken, ich heile was. Heile ein Trefferpunkt? Ein Trefferpunkt gerade einmal. Okay, ist nicht besonders viel. Aber wir sind auf 70 wieder oben. Es ist nicht, das ist alles halb so schlimm. Toben bringt mir nicht viel. Schockwelle habe ich schon eine. Ich glaube, ich muss nur 2 davon brauchen. Ich glaube, nimm's gelassen. Ist auch nochmal ein Kartenzug und ein bisschen Block. Macht am meisten Sinn hier. Hier habe ich weniger Angst als normalerweise, oder? Naja, wobei. Na, das war nicht gelogen. Ich habe nicht weniger Angst als normalerweise. Ich ziemlich genau gleich viel Angst wie sonst auch immer. Knopfschlag. Ein Dreier entflammen. Machen wir. Blocken 2-mal. Aua, wir sind von Anfang an jetzt verletzlich, was unangenehm ist. Man entwaffnen wäre eine Idee, aber ich glaube, wir machen eine Schockwelle. Gut, Bumerangschwert. Mal 11 Schaden. Soll ich es gelassen nehmen, ist die Frage. 3x7. Ich könnte einen Nuller ziehen. Werde ich aber wahrscheinlich nicht. Nein. Wir müssen austeilen. Kann ich die ganze Zeit nur verteidigen. Angriff ist die beste Verteidigung und so weiter. Warte mal, das sind 20. 31. 45. Ey, es gibt's ja, oder? Das indeed. Hämokinese, Verwüstung, Feueratmen. Nein. Mein Feueratmen ist eine Art von Aoi, oder? Was, ist es zufälliger oder jeder? Ich weiß es nicht einmal. Wollen wir jetzt lieber den Elite machen? Ich will eigentlich fast lieber den Elite machen als das Feuer. Allerdings könnte mir das kräftig in den Arsch beißen, oder? Könnte mir kräftig in den Arsch beißen. Haben wir irgendwas Gescheites gegen die Sklavenhändler? Nein, not really. Haben wir was Gescheites gegen das Buch? Ja, Buch geht, würde ich sagen. Vor allem, wenn wir auch das Minus Stärke haben, entwaffnen mit dem Schockwelle. Nicht so schlimm. Was gibt's noch? Scheiße, ich weiß nicht, wer der dritte Elite ist im dritten Akt. Gibt es Sklavenhändler? Es gibt das Buch? Nein, das ist dritter Akt.
Wen gibt's denn noch? Ah, den Gremlin-Chef mit den zwei kleinen Gremlins. Oder halt, der die ganze Zeit die Gremlins beschwert. In denen sind wir auch nicht gut unterwegs. Aber mit zwei... Wir können nochmal das und... Ah, den Gegner. Und okay. Ich meine, wir könnten... Ah, so eine Scheißkarte. Da, wir machen es trotzdem. Ich hoffe, ich sterbe jetzt nicht. Wenn ich sterbe, ist es meine Schuld, obviously. Will ich ihn mit Waffeln draufhauen? Ich will mal zuerst Knopfschlag machen. Ich glaube, ich will mich lieber selber stärker machen als die anderen schwächer. Oh mein Gott, that might be a mistake. I hope it's not. Ich meine, der selbstformende Ton ist pretty dope. Ich hätte nie gedacht, dass ich das jemals sage. Ich kill ihn eigentlich wichtig. Okay, wir haben das jetzt einmal abbekommen. Und dann nochmal drauf. Er macht mich leider jetzt schon verletzt. Jetzt bin ich schon halb tot, oder? Ah, bin ich ziemlich halb tot. Du bist jetzt schlimm, aber nicht so schlimm drauf. Oh, es ist um einen Schaden zu wenig. I hate everything, including my life. Aber wir haben Glück nächste Runde. Also es ist halb so schlimm. Also es ist eigentlich ziemlich egal, dass er sagt, dass wir nicht angreifen dürfen, weil wir haben nur noch Fertigkeiten und Mächte in der nächsten Runde drauf. Oh mein Gott. Bin ich jetzt schon tot? Ich bin ziemlich tot. 27, 40 Schaden. Ich verteidige keine 40 Schaden! It's sad. Really. Wenn ich ihn gekillt hätte, dann würden wir leben. Warte mal. Ich habe drei Fertigkeiten. Ich habe drei Fertigkeiten und Brieföffner. Right? Warte, lebe ich jetzt? Yes! Beautiful! Okay. No, don't kill me now! Don't kill me now! Ich hab gerade noch überlebt gehabt! Mann! Come on! Okay, ich hätte den Kampf nicht machen sollen. Ich wusste ja, dass es schlecht ist, wenn die Sklaven kommen. Ich wusste es ja. Why am I doing it? Oh, das wär ein erfolgsversprechendes Deck eigentlich. Ich sollte nicht gierig werden, nur ich wusste, dass es eine schlechte Idee ist, weil wir nicht guten AOE haben. Fuck. Alright. Ich hoffe, wenn man das sehr Spaß gemacht hat, dazu zu sehen, wenn das der Fall war, lasst dann ein Like oder abonniert den Channel. Aber freut mich schon beim nächsten Mal wieder vorbei. Vielen Dank fürs Zuschauen. Baba.